erreichen mit dem Pitch. Okay, gut. Okay. Hallo miteinander, ich bin der Thomas Schifferle und ich bin der Leiter vom Desk vom Liechtensteiner Vaterland. Ich bin der, der so mitentscheidet, was aktuell in die Zeitung kommt und was wir online publizieren tun. Und sagen natürlich auch, welche balzenden Geschichten als bei uns gelesen oder geschaut werden. Ich bin Dorothea Alba, ich bin Redakteurin von Wirtschaft Regional und vom Vaterland. Und ich habe lange in Balzers gewohnt und freue mich mega drauf, dass wir eine ganze Woche lang Themen aus der Gemeinde im Fokus stellen dürfen und dass wir zeigen können, was die Gemeinde ausmacht. Ja, Balzers, das steht im Mittelpunkt. Näher dran, das ist Leitsatz vom Liechtensteiner Vaterland im Jahr 2018. Da stellen wir jeweils eine Gemeinde eine Woche lang im Mittelpunkt. Und jetzt ist es dann Gemeinde Balzers vom 23. bis am 28. April. In dieser Zeit gehen wir Geschichten an, graben vergessene Geschichten aus, stellen spannende Persönlichkeiten vor und zeigen auf, was aktuell zu reden gibt in der Gemeinde Balzers. Und das Highlight von der Serie ist der Vaterlandstamm im Falknis am 26. April um 18 Uhr. Da dürfen wir vier Talkgäste begrüßen. Das ist der Hans-Jörg Büchel, Vorsteher, Firmengründerin Caroline Sprenger, Wetterfrosch Kenny Vogt und Historiker Markus Burgmeier. Ich freue mich auf euch am 26. April im Falknis um 18 Uhr. Also das klingt spannend. Ich glaube, ihr dürft euch auf eine spannende Woche freuen. Wir freuen uns auf jeden Fall und können wir dabei sein. Ja. In Falknis. I'll sing to the sun in the sky. I'll sing till the sun rises high. Not ever time is here. Magical time of year, and as the time draws near, dreams left my heart. I'll sing while I play the guitar. I'll cling to this dream from afar. Will true love come my way on this carnival day? Yeah! Besten Dank, Christian Nipp, und herzlich willkommen hier im Falknis in Balzers, live auf vaterland.li und auf dem Facebook-Kanal vom Vaterland. Ja, wir sind in dieser Woche wieder unterwegs. Wir sind, wie angekündigt, an dem Stammtisch in Balzers, und wir haben eine ganz spannende und gut gelohnte Truppe, glaub, zusammengebracht. Und, mein Name ist Thomas Schifferle und ich bin Dorothea Alba. Ein riesen Dankeschön ans Falknis, dass wir heute da sein dürfen. Und ja. Ich würde sagen, dann fangen wir an reden miteinander. Genau. Jetzt haben wir lange still sein mit all diesen Einblendern und die Live-Situation, die wir alle das erste Mal erlebt haben. Live-Situation und Reden und das Thema Balzers, der macht es einfach ganz schnell bei mir Klick und dann bin ich beim Föhn und dann bin ich beim Kenny. Kenny Vogt, genau. Der Wetterprophet von Balzers. Erzähl mal. Wie bist du dazu gekommen, dich so für das Wetter zu interessieren? Ja, es tut mir leid, dass ich dir jetzt die Frage nicht beantworten kann, weil ich selber nicht weiß, wie beantworten. Weil bei mir ist es wirklich so, mir ist es mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden, das Wetter. Also ich weiß jetzt nicht, von wo genau, dass ich es habe, oder es hat kein Ereignis gegeben, das ich jetzt gesehen habe. Seit dort interessiere ich mich für das Wetter. Also es ist mehr oder weniger wirklich schon seit immer. Ich kenne es gerne nicht anders. Was ist es denn? Ist es denn das Gewitter, das dich irgendwie so kribbelig macht? Oder ist es wirklich der Balzner Föhn, der dich angefangen hat, zum Wetterfreak zu machen? Wahrscheinlich kann man es so zusammenfassen, dass es genau die Wetterlagen sind, die die anderen nicht so gerne haben. Also wirklich, also das normale Wetter ist für mich uninteressant. Bei mir wird es dann eher so richtig
cool und lässig, wenn es dann ins Extreme hingeht. Ja. Sollte es natürlich nicht heißen, dass ich es cool finde, wenn dann irgendwie bei Hochwasser Häuser beschädigt werden oder so, sondern mehr Naturgewalt an sich, was mich jetzt fasziniert. Also, aber dann hast du jetzt das Gefühl, jetzt hast du eine total unspektakuläre, unspannende Woche hinter dir. Das hätte ich so nicht sagen, weil was jetzt ist ja... denn jetzt speziell gewesen an dieser Woche? Also ich habe das Gefühl, es war immer jemand gleich. Es war heiß und es hat irgendwie geluftet und die Augen haben getränet. Genau, du hast es gerade schon gesehen, es war heiß, weil das ist jetzt zum Beispiel eben ungewöhnlich für den April. Die Temperaturen, die wir jetzt im Moment haben, sind viel zu warm. Und das ist dann wieder eine Besonderheit, die mich dann auch wieder interessiert, weil es halt in dem Sinne nicht normal ist. Und auch die Blütenstaub-Ansammlungen, die wir jetzt diese Woche in der Luft hatten, vor allem von den Wäldern draussen, die ausgesehen hat wie Sahara-Staub. Und es hat dann auch wieder die Sachen, die sich die Leute fragen oder so, wow, was ist jetzt das? Und dann versuche ich dann auch so gut wie möglich aufzuklären. Kannst du uns aufklären, was ist das jetzt? Sind ist Blütenstaub gesehen. Großteils von Tannenhölzer, genau. Okay. Gut, wir haben gesagt, jeder Gast, der in die Runde kommt, soll einen persönlichen Gegenstand mitnehmen und soll ein bisschen etwas erzählen, einen Gegenstand, wo er findet, der ist spannend oder das steht für mich. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe ein Handwindmesser mitgebracht. Er begleitet mich eigentlich recht oft, vor allem dann, wenn ich verdossen auf Weg bin und live bricht auf Facebook. Wie es wir heute für das Vaterland machen auf Facebook, mache ich so bei mir bei der Wetterstation oft einmal. Und dann habe ich den Handwindmesser mit dabei, damit ich auch die Naturgewalt an sich und die Stärke und Dimension, die es jetzt in dieser Sekunde hat, gerade live kann, überbringen. Und kann dann mit dem Windmesser, kann man reinblasen, kann ich mit dem den Wind messen und zeigt es mir gerade an Temperatur und Windgeschwindigkeit. Ah, okay. Was war denn der kräftigste Wind, den du je gemessen hast? Mit dem Gerät war es im Dezember beim starken Föhnsturm 159 km/h. Dort hat man dann auch so schon Mühe zum Stehen. Hast du dir müssen anbinden müssen? Nein, aber es ist dann tatsächlich so, dort steht man dann schon also in einem rechten Winkel drin. Wenn es der Luft nicht blasen hat, hat man einfach umgefallen. Aber wenn es so stark Luft hat, musst du dich so dagegen halten, weil sonst gehst du gerade hinten an. Ja, das ist wie nennt ihr das? Wo der Wind oder respektive der Föhn im Balz? Ist das für euch auch so faszinierend wie für den Krähen? Ja, natürlich. Also ich bin in der Baldinstrasse aufgewachsen. Es ist der Möschliger Hang, wo der Föhn natürlich gerade auch von And und von Luziensteig an geblasen und dort haben wir das natürlich auch recht. Und ich habe den Föhn als Anlass genommen für eine Ausstellung im alten Pfarrhof und gerade auch im Zusammenhang mit dem 30-Jahr-Jubiläum vom Waldbrand hat sich dann dort, wo der Kenny mitgearbeitet hat, haben wir da das Thema Föhn auch wirklich ins Zentrum gestellt. Ja. Das ist einfach ein spannendes Phänomen. Also es lässt kein Balzen kalt, auch nicht der kalt sowieso nicht. Hey, er ist einfach da, oder, von klein auf. Und eben das, was der Kenny sieht, das hat man als Bürger natürlich auch erlebt, wenn man in die Schule läuft, oder, wo er vom Ried also einblasen muss man sich halt dagegen lernen, ob man im Rad auf Weg ist und so. Nee, das ist einfach so, oder? Ob das gut ist oder nicht, das kann jeder selber für sich entscheiden. Man arrangiert sich, wie viele Leute sagen denn, oder sind schon bei der Gemeinde vorbeigekommen und sagen, das halte ich nicht mehr aus, um es wegzuziehen. Ja, ich bin ja nicht so lange in der Gemeinde. Jeder Zeit ist aber niemand gekommen, in dem Fall. Aber es gibt Fälle, ja. Das ist das. Gibt es denn auch solche, die können sagen, ich komme nicht zu Fall, wegen der Luft? Der Kenny kennt vielleicht. aber es haben jetzt so noch nie gehört. Caro, wie geht es dir mit dem Föhn Luft? Also ich finde den Föhn super. Strahlt ist falsch, nicht selber. Ja. Und ich finde, es macht den Kopf frei, obwohl es Lücke woanders poppt. Aber ich gehe gerne beim Föhn laufen. Und finde es, dass der Kopf durchläuft. Und ich mag es so, wenn ich im Bett lege und draußen der Luft höre. Es gehört halt dazu. Hast du nicht Angst, dass der irgendwie abbricht? Nein. Also, wenn Gemüse oder Wind blasen und der blasen nicht so fest wie der Föhn hier zu balzen, dann haben die das Gefühl, jetzt hat keiner nicht mehr auszählen. Haben wir das nicht? Also, haben ihr alle grundsolide Häuser, die die Häuser, die es nicht aushalten, die stehen nicht mehr. Oder der ist schon mal davon geflogen und die anderen haben sich bewährt. Und dort ein Dachdecker und
Zimmermänner also entsprechend befestigen. Bei uns muss man den Dach nicht nur drauflegen, sondern man muss wirklich mit langen, ellenlangen Schrauben anbinden und befestigen. Gibt es das nur zu Balzers? Das weiß ich nicht, aber zu Balzers muss es also sein. Ich komme nochmal schnell auf den Kenny zurück. Das Thema eben Föhn, Wetter ist ein Riesenthema. Das merkst du auch du auf deinen sozialen Kanälen. Wie viele Leute folgen dir eigentlich? Also wie viele Leute finden das gut, was du machst? Ja, also um es jetzt mal so in Zahlen zu fassen, wie ich es jetzt sehen kann. Und es wird sicher im Hintergrund noch viel mehr Leute geben, die sich dafür interessieren oder bei mir reinschauen. Konkret sind es auf Facebook sind es etwa 3700 Likes, die ich habe, ja. Plus App-Downloads sind etwa knapp 5000. Also ich nehme an, aber da so viele, die Facebook geliked haben und die App haben, also ich nehme an, sind vielleicht 6000 Leute, die ich jetzt hier erreiche. Also. Je nachdem, wenn ich jetzt eine Warnung rauslasse auf Facebook und sage, sie sollen es bitte teilen, dann geht es über 10'000 raus, die dann die Meldung lesen. Ich höre jetzt nur irgendwie 1000 und 1000, da heisst, du bist ein reicher Mann jetzt mit Wetter. Zumindest, was die Reichweite anbelangt, schon, ja. Man sieht natürlich auch einen Haufen möchten die Balzers schauen, da fangen sie, wie das Wetter da ist. Oder? Darum haben wir Tausende mehr, die schauen, dass sie da wohnen. Okay. Also das ist live gelebtes Standortmarketing, ja, das kenne ich. Das genau. Wer unterstützt denn? Gibt es irgendeinen Fonds? Ja, das nicht. Nein, aber wir haben tatsächlich miteinander seine neue Messstation Balzers verwirklicht. Das heißt, die Gemeinde hat die zahlt und er betreibt sie. Ja. Okay. Spannend. Föhn und Föhn. Ja, muss da noch, beim Kenny muss ich noch schnell etwas nachfragen, weil wir haben irgendetwas gehört, munkeln und. Da geht es um News, um so eine Entwicklung. Es stechen irgendwelche einschneidende Veränderungen an. Also, ein Mann im besten Alter sagt es vielleicht irgendwie Fachwörter oder so. Kenny und was ist das? Nein, kann man durchaus so sagen. Die einen wissen es, dass ich nebenbei noch im Wetter im Vorarlberg tätig bin. Auch Wetterprognosen machen ist einmal im Monat, eine Woche lang. Und dadurch, dass jetzt eben die Privatwetterstation Balzers in der Zwischenzeit so ein riesiges Ausmaß angenommen hat, haben wir gedacht, zusammen mit dem Wetter in Vorarlberg, wir müssen das weiter vorantreiben, dass wir nicht stagnieren. Aber dadurch, dass es dann der Aufwand grösser wird, ist es nicht mehr möglich für mich, dass ich das allein durchführe. Sprich, der Wetter in Vorarlberg wird es im Vorarlberg weiterhin gehen und die Privatwetterstation Balzers wird in naher Zukunft zum Wetter in Liechtenstein als eigenständiger Betrieb so quasi, wird dann aber auf Vereinsebene aufgebaut, es wird ein Verein gegründet werden, wo nicht nur darum geht, also die Privatwetterstation Balzers beziehungsweise der Wetter in Liechtenstein zu stützen, also nicht nur Gönner und Sponsoren zu finden, sondern auch diejenigen Leute, die sich interessieren für das Wetter, dass man dann auch wieder so stammtischmässig ab und zu mal zusammenkommt, über das Wetter kann reden oder so zusammenkommt, dann vielleicht dort einen lässigen Verein entstehen lässt. Ja. Die Homepage, die dort dann entstehen wird, ist jetzt auch schon in der Entwicklung, also ist schon recht fortgeschritten. Ja. Also es wird ein Komplettprogramm geben, dann mit täglichen Prognosen, Wettervideos etc. Also es ist eigentlich ein massiver Angebotsausbau, den ich dann aber nicht allein stemmen kann. Es wird dann einfach unter meiner Leitung zusammen mit den Kollegen aus dem Vorarlberg weiterlaufen. Kenny Kachelmann. Ja, spannend. Also das ist, glaube ich, ein Applaus. Sehr spannend. Aber jetzt haben wir irgendwie ganz viel über das Wetter geredet. Wir haben ja fast nichts von dir erfahren, Kenny. Was machst genau. du, wenn das Wetter nicht stattfindet? Ja, ich bin also hauptberuflich, sage ich jetzt mal, ich bin ein Student. Ich bin an der Pädagogischen Hochschule zu Rorschach. Ja. Seit letztem Sommer bin ich jetzt im Studiengang Kindergarten und Primarschule und bin jetzt dort mit dem Ziel, dann in 3 Jahren als Kindergartenlehrperson oder Lehrperson in der Unterstufe, das heisst die 1. oder 2. Klasse, Schüler ins Schulleben reinzubringen, ja. Vielleicht sogar auch, je nachdem, ob ich das Wetter näher bringe, wenn ich es schon kann, dass man dann auch dort vielleicht ein bisschen einen Schwerpunkt setzen kann, weil ich finde, auch Kinder sind ja sehr offen für jenste Themen, also man kann mit ihnen noch so viel anfangen und sie haben für alles Interesse und dort schaue ich positiv in die Zukunft. Spannend, wirklich. Kenny, haben Sie noch Fragen an Kenny, wettermässig? Ja.
Machen wir weiter mit. Der nächste Gast, Mann. Genau. Machen wir weiter mit Caro. Ich habe erfahren, du wohnst ja direkt neben dem Kenny. Ja. Und deswegen würde mich interessieren, was kriegst denn du von seiner Wetterfaszination mit? Siehst du ihn mit Regenschirm und Gummistiefel bewaffnet, wenn es stürmt aus dem Fenster? Also, was merkst du da so? Also, wenn ich noch im Elternhaus gewohnt habe, ist es wirklich direkt gegenüber vom Kenny, dort habe ich noch mehr gesehen. Mhm. Jetzt ab und zu, wenn ich die Mama besuchen gehe, sehe ich den Kenny schon mal auf dem Balkon stehen mit der Kamera oder mit dem Fernrohr oder was auch immer er gerade macht. Ja. Also er ist immer irgendwie beschäftigt mit dem Wetter, scheinbar. Und sonst einfach über Facebook verfolgen natürlich auch. Mhm. Die kennen wir im Balzers, weil du Naturseifen herstellst. Du hast da ja eigentlich ein Geschäftsmodell ausgesucht, das ganz interessant ist, oder? Weil dreckige Menschen gibt es immer. kannst du ein bisschen erzählen, seit wann machst du denn das und wie bist du auf die Idee überhaupt gekommen? Ja, ich habe vor, muss ich nicht rechnen, 7 Jahren mittlerweile ein Studium abgeschlossen im Bereich Konservierung, Restaurierung. Und es war spannend, aber auch sehr naturwissenschaftenlastig. Und Naturwissenschaften sind eigentlich nicht so meine Stärke gewesen, was bis heute um immer noch nicht genau, wenn ich die Chemie- und Physik-Lektionen nicht überstanden habe. Mhm. Aber was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ist eben das Thema Safen und Reinigung. Und ich hatte den Traum, dass ich Safen mache und habe am nächsten Tag ein Buch bestellt und habe angefangen. Wie ist denn mit euch? Kennt ihr die Produkte von der Caro? Und, ja, nicht, nein. Sind wir fleißig am Wäscher und Kunden. Ella, wenn man dreckig ist. Ja. Ja. Euch kennt ihr euch, also ich schon getroffen. Im Markt, so ein Balzer, so ein Wohnmarkt, den wir haben, oder bei anderen Anlässen, einmal auf die Feldgartenverein. Draußen, also innen, sie verkaufen auch aktiv. Ja, sie riechen auch gut. Also schon schöne Geschenkpäckchen, also kann ruhiger als Werbung machen. Also, ihr versteht schon, so das Wetter gibt es immer, das Äpfel brauchen wir nicht. Bei Touristen so. Ja, bei deinen Naturseifen steht natürlich die Natur irgendwie im Mittelpunkt, oder? Ich habe gehört, du bist ein sehr naturverbundener Mensch. Du hast einen Gegenstand mitgebracht und der, glaube ich, passt da eigentlich gerade ganz gut dazu, oder? Ja, genau. Dann habe ich, also es ist ein Stück Birkenrinde und die passt irgendwie zu meiner Vorliebe für einen Pfeu, den ich auch habe, weil es wahrscheinlich der Pfeu weggekluftet hat. Und ich habe ja an einem Ort zu Balzers gefunden, wo ich einfach gerne bin, wo ich auch viel mit meinem Hund gelaufen gegangen in meiner Freizeit. Und ja, ich nehme dann vielfach Sachen mit heim und dass ich dann zum Dekorieren brauche oder eben für meine Sachen, wenn ich so am Sammeln bin. Ja, also wenn du dich nicht der Natur widmest, bist du eigentlich sehr kreativ unterwegs, oder? Du spielst auch Theater. Ja. Ja, du stehst auf der Bühne. Auf der Bühne. Und du kennst auch den unseren Musiker, oder? Da seid ihr oft miteinander unterwegs, oder? Ja. Ja, was interessiert dich daran, oder wie erlebst du da deine kreative Ader aus? Also, ja, also ich finde es spannend, die andere Rolle schlüpfen zu können, andere Seiten von mir zu zeigen. Und wir haben jetzt gerade im Bereich Theater, also im FC-Theater, wo ich seit 10 Jahren spiele, haben wir ziemlich lustige Truppen beieinander. Und der Stephanstag ist zu Balzer so ein bisschen ein Traditionstag. Und dort habe ich eigentlich als Kind bin ich schon immer her, das hat mir schon immer gefallen. Und jetzt, ja, habe ich viele Jahre selber mitgespielt. Mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Das entscheiden wir immer von Jahr zu Jahr, ob jeder Lust hat, um wieder mitmachen. Aber ja, ich finde es schön, einfach die Leute und neue Theaterstücke und die andere Rollen schlüpfen. Es macht mir Spass. Und ihr habt sie natürlich wahrscheinlich schon mal live erleben dürfen, oder? Natürlich. Das Herz im Theater ist immer gut, andere natürlich auch zu behalten. Es ist immer sehr unterhaltend, interessant, lustig, einfach auch einen schönen Abend, wo man sich trifft. Hat auch immer viel Balzen, wobei ich sage, man sieht in der Regel am 28. Am 26. in der Regel privat, noch Familienanlass. Ja. Aber toll, dass sie das machen. Ja.
Darf ich sonst etwas fragen? Was für einen Hund hast du? Das habe ich vorher vergessen. Ich habe eine Zwergschnauzerhündin. Ungefähr so, etwa knapp Knie hoch. Ja. Ein stures, kleines, herziges Ding, sage ich. Ja, ist jetzt anderthalb Jahre gut. Man sieht mich noch viel durch Balzers Schuhe damit. Du hast ja gesagt, du bist irgendwo auswärtig gewesen, hast studiert, Schule, weiss ich nicht was. Das nimmt mich schon ein Wunder, oder? Wenn du von Balzers weggehst, bist eine junge Frau, wenn du auf Balzers Ritter kommst, was passiert dann mit dir? Eigentlich das Gleiche, wie ich gegangen bin. Nein, also. Oder nimmst du den Balzers anders wahr? Ja, also ich war ein Jahr oder fast zwei Jahre in Zürich zuerst und es hat mir nicht so gefallen. Es ist mir eher zu schnelllebig. Also wenn man als Balzner auf Zürich kommt, ist es nicht so eine gute Kombination. Also sind Balzner eher gemütlich, sagen wir, oder die anderen sagen jetzt, wir seien langsam. Okay. Vernünftig. Was gibt es da für Wörter? Ja. Was sagt der Kultur? Fachmann, gibt es da auch so einen spezifischen Ausdruck für vernünftig? Ja. Reflektiert. Reflektiert, ja. Genau. Überlegt. Okay. Ja, darum bin ich dann eigentlich auf Bern. Das hat man von dem her schon gemacht. Und ja. Hat auch der Lihafensbost. Dort habe ich mich sehr wohl gefühlt. Aber ich habe eigentlich immer gewusst, wie wir in Dual daheim waren. Zurückgekommen, habe ja meine Hobbys, meinen Freundeskreis weiterhin da gehabt und eigentlich immer gewusst, dass für mein Leben schon irgendwo da wird sein. Also das heisst irgendwie so, vielleicht frage ich die Runde, Balzers auf die Welt kommen, Balzers... Auf die Welt kommen, ich sage jetzt nicht früh da, aber also Balzers gross geworden und Balzers dann auch älter geworden. Statistik sieht das also so. Darum ist ja das für euch auch ein grosses Thema, oder? Wie gehen wir um mit Leuten, die älter werden, wo sollen die wohnen, was wird man da anbieten? Ja, okay. Zum Beispiel, ja. Okay. Das ist bei uns verwurzelt, die Idee, dass man in Balzers so eine Wohnung findet noch, oder eine Wohnung finden kann, wenn man vielleicht im Wohnungsmarkt eher nicht mehr so beliebt ist, da arbeiten wir dran. Ja. Okay. Also könnt ihr das bestätigen? Also ihr würdet jetzt nie weggehen von Balzers? Ich sage jetzt nicht nie, aber im Moment gefällt es mir da. Ja. Hat ein Kino? Hat ein Kino, ja, genau. Beispiel? Ja. Von Trailer unten drin. Wenn man noch nicht haben will, noch nicht schon hin. Gibt schon Möglichkeiten. Wenn man genau her schaut. Cool. Ja, eben. Und dann Balzers, also das ist so wirklich so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, auch für jüngere Leute. Es ist sicher so. Also ich habe immer gesagt, im Land, wenn dann noch Balzers, ich meine, das geht nicht, dann geht ganz weg. Es ist sehr ein bisschen so eine Angelegenheit, die der Balzner oder die Balznerin hat, glaube ich. Also sie sind, glaube ich, schon recht verbunden. Wie fest ist denn ein Balzner ein Liechtensteiner? Kann man das sagen? Ja, ein Prior, ja. Halt aber zusätzlich ein Balzner. Also zuerst kommt Liechtenstein dann Balzers, oder umgekehrt? Ja, man ist schon Balzner. Man ist schon Balzner. Ja, ja. Das andere gehört einfach auch dazu. Nicht, dass man es immer bräuchte, aber es gehört auch. Aber so wäre es so Gärtchen, was man aussagen muss. Also, es ist ja nicht so, dass man nicht einmal rausgeht aus dem Dorf. Also die da sind, sind einmal alle auswärts, sind Ausbildungen gemacht. Sind aber offensichtlich alle gerne da wieder. So. Ja, gerne da ist ein super Stichwort, weil gerne da würde bedeutet einmal auch an die Operette auf Balzers zu gehen. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, noch einmal ein Stückchen anzulassen von Christian Nipp, der das letzte Mal dabei war und vielleicht bei der nächsten Aufführung auch dabei ist. Ist zwar nichts von der Operette, aber etwas zum Schwelgen. Genau. Falling in Love mit Balzers. Erlebe den FL1 Aktiv Cup Final zwischen dem FC Vaduz und dem FC Balzers. Am Mittwoch, den 2. Mai ab 18 Uhr live online bei vaterland.li oder als Aufzeichnung im Netz bei Komu TV
in den Kabelnetzen von FL1 Telekom, Dorfnetz oder Risetznet. Für Spannung in diesem Spiel ist ganz sicher gesorgt, denn dem Sieger winkt die Qualifikation für die Europa League. FC Vaduz oder FC Balzers, wer spielt im nächsten Jahr international? Der FL1 Aktiv Cup Final live aus Vaduz, präsentiert vom Liechtensteiner Vaterland. Herzlich willkommen zurück zum Vaterlandstamm. Ich bin jetzt ein bisschen ins Publikum gerutscht, zum Günter Vogt. Mich würde natürlich interessieren von dir als Balzner Politiker im Landtag, was sind denn die Themen, die dich gerade so beschäftigen? Also ich bin nicht nur als Balzner Politiker im Landtag, sondern auch als Melsner. Ich habe einen Vorteil, also ich bin nicht nur Balzner, sondern ich bin Melsner und Balzner. Und von dem her, Balzer ist sehr Politik interessiert. Mhm. Und dort hat es natürlich auch Themen, die die Leute darauf aufmerksam machen und wo man dann entsprechend im Landtag kann, mit politischen Vorstössen einbringen, kleine Anfragen, was auch immer. Mhm. Ein Thema ist Burg Guttenberg, das Konzept, die Nutzung von Burg Guttenberg. So. Was ist denn da dein Wunsch, wie man sie nutzen könnte? Was ist das so deine Vision für die Zukunft? Ja, Balzers hat ein enormes Potenzial mit der Burg Guttenberg. Und ich denke, wir schöpfen es noch nicht ganz so aus, wie wir es gerne täten. Und auch dort sind Personen auf mich zugekommen, die gebeten haben, da mal abzuklären mit der Regierung, wo wieso das denn im Moment nicht weitergeht auf der Burg Guttenberg. Und ich habe dann im Rahmen des Budgetprozesses im letzten Jahr gefragt, wieso das keine Investitionen tätigt werden. Es sind auch schon im Budgetprozess 2016 keine Investitionen vorgesehen gewesen. Und die Antwort war dann, wir warten auf ein Nutzungskonzept für die Gemeinde Balzers. Die Anfrage im Landtag hat dazu geführt, dass wieder ein bisschen Leben in die Arbeitsgruppe gekommen ist. Und ich glaube, jeder Balzner und jeder Melsner hätte Freude, wenn wieder ein bisschen mehr passiert auf der Burg Guttenberg. Mhm. Ein anderes aktuelles Thema, was gerade im Landtag auch behandelt wird oder demnächst, ist die Hochspannungsleitung im Balzers. Da stehen Veränderungen an. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, was da geplant ist? Ja, das hat mich schon im Gemeinderat beschäftigt. Also ich war ja in einer Vorperiode Gemeinderat von Balzers und dort war das auch ein Thema gewesen. Der Vertrag musste verlängert werden im 2021. Wir haben beschlossen, dass er nicht verlängert wird, dass wir ihn kündigen. Jetzt ist die Situation so, dass eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden ist, wo sich mit dem Thema befasst. Meiner Ansicht nach wäre die Arbeitsgruppe nicht notwendig gewesen. Wenn man einen Vertrag kündet, dann ist er von mir aus gesehen gekündet und dann muss man eine andere Lösung suchen. Die Hochspannungsleitung ist schon länger ein latentes Thema, vor allem in Mels, dort in diesen Wohngebieten. Und es ist einfach in verschiedensten Bereichen Diskussion, ob es gesundheitsschädigend ist. Es sieht auch nicht schön aus. Kann man auch dazu sagen, also mein Anliegen ist auf jeden Fall, dass die Trasse irgendwo in die Autobahn oder wo immer es möglich ist, verlegt wird und nicht mehr über das Balzner oder Melsner Gebiet geht. Mm-hmm. Also das Dorf soll natürlich so schön wie möglich sein, oder? Ja. Genau, dort mithelfen. Sehr gut, danke dir vielmals, Günther. Und dann gebe ich wieder zurück an den Thomas und an den Stamm und politisch geht es weiter mit dem Vorsteher. Hans-Jörg. Gut, Hans-Jörg, Vorsteher von Balzers, aber eigentlich habe ich dich
im Vorgespräch, wo wir vorher miteinander geredet haben, habe ich die als einen sehr begeisterten Kulturinteressierten wahrgenommen. Und du hast, glaube ich, auch dein Stück oder dein Teil, das du für uns mitgebracht hast, geht so in diese Richtung? Das hat mit Kultur zu tun, ja. Hat mit Kultur zu tun, okay. Wer mich kennt, kann es etwa denken. So. Ich habe also keine Angst, jetzt nicht im Sinn zum Spielen. Aber ich kann dafür Werbung machen, wer mich sehen möchte. Oder am 13. Mai am Sonntag, Muttertagskonzert, dort spiele ich natürlich nicht. Und das mache ich seit über 40 Jahren. Bin ich Magdini vom Musik Hans Balzer. Das ist ganz klar mein grosses Hobby. Das ist doch mein Instrument. Das habe ich 1991 gekauft. Das ist das Instrument. Wenn man es hegt und pflegt, dann hebt es so, so lange und ich brauche kein neues. Also, ja. Also dann bist du der Saxophonist von Balzers? Nein, zufälligerweise, ins Rathaus kam. Ich bin nicht der erste Balzers, aber der Dresdner Vorsteher, der. Nein, wie hat er geheißen? Der hat schon Xavier Hoog war Saxophonist bei der Dresdner Musik. Der war dort der Vorsteher. Aber was bedeutet dir Saxophonspielen? Was bedeutet dir Musik machen? Ja, das begleitet mich wirklich von klein auf. Und es ist einfach vor allem eine Entspannung für mich. Oder? Ja. Also, auch jetzt gerade in diesem Amt ist das einfach super, wenn man raus kann und dann das Instrument nehmen, eine halbe Stunde oder ein bisschen länger, wenn man will, üben. Dann sind die Gedanken, das Hirn ist dann gelüftet, wie noch mal ein guter Pfeu und so. Und man ist wieder frei. Ja. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Freundschaft mit den Kollegen, Musikanten. Und das dritte ist natürlich auch einfach der Austausch im Verein generell. Allgemein ist das Beziehungsnetz, das ich habe, wo ich mich sehr wohl fühle. Es ist toll, ich war auch mal Lehrer gewesen, ganz tolle Sachen, Instrument spielen lernen. Das ist für Kinder sehr wichtig. Über das Wetter sollten sie etwas wissen. Aber ich finde das eine tolle Ausbildung für Kinder und Jugendliche. Und da bietet der Verein auch sehr viele Möglichkeiten. Das unterstützt immer. Nennt ihr das Wort, das Angebot, also Musikant? Ja, nein, das ist bei mir eher weniger das Thema. Ich mache es jetzt mehr, weil ich es muss. Von der TH aus, dass ich jetzt angefangen habe, Gitarre zu spielen. Okay. Aber es wird nie so ein grosses Hobby für uns Wetter. Caro, bei dir? Bei mir ist Musik sehr wichtig, ja. Ich singe selber schon viele Jahre. Bin, ja, auch Musiker und Theater natürlich dabei gerne. Und, ja, das ist sehr zentral. Bei dir nehme ich an, wird das auch. Oh ja, auch schon seit Kind auf eigentlich und jetzt auch schon seit 11 Jahren für Musik. Seit dem Jahr war es Vollmitglied. Ja, ich habe Klavier und es ist natürlich nicht gerade in einer Blasmusik, ist es nicht gerade das Hauptinstrument, sagen wir mal. Und darum. Genau. Ich muss jetzt da schnell auf Hans-Jürgen zurückkommen, du spielst in der Harmoniemusik. Ja. Harmonie, ist denn das für dich so wichtig? Könntest du denn nicht in der Guckermusik spielen? Ja, das ist also grundsätzlich. Das ist ja so. Also, ich habe bis 1991 dort, der Golfkrieg gesehen, oder? Ja. Bis dahin haben wir selber als Musik Fasnachtsunterhaltung gemacht. Das heisst, Fasnacht war für mich immer gesehen, und da bin ich ja immerhin auch schon 30 dann gesehen. Fasnacht war immer gesehen, Fasnachtsunterhaltung vorbereiten, Tore führen mit Kinderfasnacht, mit allem drum und dran. Das heisst, am Fasnachtsdienstag, wenn das Tore war, ist für mich, bin ich auch Tore gesehen. Okay. Also, es wäre also, gerne eine Frage, für mich war Fasnacht immer mit Arbeiten verbunden gesehen. Jetzt natürlich nicht mehr. Aber also man kann es nicht in die Richtung interpretieren, dass Guckermusik für dich irgendwie schräg wäre oder dissonant, dass du der Harmoniebedürftige bist. Also wir haben schon viele Vorwürfe bekommen, wir können noch schräges Zeug spielen bei Balzner Musik. Also das ist eine Guckermusik. Richtig schräg natürlich spielen wir, oder halt nicht auf die Art und Weise, aber die Literatur ist sehr vielseitig und zum Teil sehr schräg für ja, weniger geübte Ohren, oder? Aber fantastisch, schlicht und einfach, ja. Faszinierend, ja. Und man spürt es, da ist das Herzblut dabei. Herzblut wäre vielleicht auch noch ein Stichwort für die nächste Frage, wenn wir vielleicht auch diese Frage an alle
Balzers und mein schönster Platz in Balzers. Das nennt mich schon ein Wunder. Also wo muss man eigentlich hingehen, um irgendwie an einem Nicht-Balz zu zeigen, wie schön das die Gemeinde ist? Wo würdest du hinführen? Ja, von dem sieht natürlich das Metz drinnen, oder? Es ist ganz klar, auf Burguffi muss man einfach. Ja. Okay. Das ist schon so, ja. Markus, du auch Burg? Ja, Burg. Es gibt aber auch das Hinterwasser im Rhein draussen. Ist natürlich auch ein schönes Plätzchen. Aber ja, von Burg aus hat man natürlich den Rundumblick in alle Richtungen und auf alle auf Balzers Umwelt und drum. Für Richmond, der noch nie da war, ist sicher einmal zuerst dort rauf, weil dann hat man schon mal den Überblick. Okay. Genau. Tipp von dir auch, oder hast du noch etwas anderes? Ja, also rein touristisch gesehen hast du Burg sehr spektakulärste. Ich habe einen persönlichen Lieblingsplatz. Ich mag Maria Hilf sehr gerne, weil ich einfach hier im Bereich aufgewachsen bin, oder ihre Umgebung. Und richtig an Resch, Hinterwasser finde ich so sehr schön. Okay. Schön. Ja, ich denke. Genau. Nein. Also theoretisch würde ich mir allen empfehlen, mal zwei Tage zu Balzers sein. Vielleicht so gerne hier übernachten, um mal alles zu sehen. Mit mir erst recht, was wie schön, dass es da ist. Aber um jetzt mal beschränken, dass ich jetzt nicht auch noch Burg gesehen habe, ich bin recht gerne auch eher richtig Hinterwasser, Anell. Ja. Dort sind es halt noch die Hochspannungsmasten. Mich stören es jetzt nicht so. Aber es ist sicher noch mal ein bisschen aufwertig, wenn es jetzt nicht mehr dort wären. Hat man auch einen schönen Blick über die Blumenwiesen an, über das ganze Dorf und Seital bis zum Schloss von Dutz. Noch eine andere Frage. Entwicklung Balzers, wo siehst du als Vorsteher oder wo willst du, wo soll Balzers stehen in den nächsten 10 Jahren? Also ich habe so eben einen Dorfplatz, das ist so ein Thema, das über die Sinne umtreibt. Und in der, ist das Mittelpunkt, ist das Zentrum oder gibt es etwas anderes, wo du findest, das ist ganz wichtig? Vieles ist sehr wichtig. Okay. Im Prinzip muss man immer sagen, man muss etwas machen für die Leute, die hier sind. Oder? Ja. Und dort, wo der Schuh am meisten drückt, probiert man etwas zu machen. Beispielsweise eben für Wohnen im Alter, für die älteren Leute. Dort haben wir ein Konzept seit 2011, ist man da dran am Umsetzen. Das wird auch weitergehen, wenn es mehr alte Leute geben würde in Zukunft. Dann nachher hat man einen Treffpunkt eben machen zwischen dem Dorf Balzers und Mels, eben das Metzdin, wo wir unser Zentrum haben. Und dort geht es weiter, oder sind wir dran, soll ein Dorfplatz entstehen, wo es Möglichkeiten hat, Konzerte und so weiter zu machen. Dann auch, was aber alle anderen Leute hier betrifft, Schulwegserie beispielsweise, kann man sagen, verbessern, Infrastruktur, sonst, also es ist sehr, sehr viel, aber wir müssen nicht alles neu machen, sondern das, was wir haben, optimieren eigentlich. Das ist, glaube ich, die Aufgabe der nächsten Jahre. Ja. Also es steht einiges an zu Basis, jetzt sind wir fast ein bisschen nachdenklich geworden. Aber ich glaube, nehmen wir mal auf und Dorothea, wirst du das nächste Kreuzverhör anfangen? Genau, ja. ja, also dort mit Markus weitermachen, du bist der Mann für Kultur in Balzers, oder? Du bist der Leiter vom alten Pfarrhof und zuständig für die Kulturgütersammlung, die er aktuell neues Zuhause gefunden hat. Ja, meine Frage an dich wäre, was ist denn so dein liebster Gegenstand in der Kulturgütersammlung oder was bringt man dir in Balzers da alles? Das sind wahrscheinlich die verrücktesten Sachen dabei. Ja, also es ist ja so, vor 50 Jahren hat man angefangen zu sammeln. Mhm. Also wir haben hier das 50-Jahre-Jubiläum von dieser Kulturgötter-Sammlung. Und in diesen 50 Jahren sind 12.000 Objekte zusammengekommen. Und dort daraus habe ich eigentlich kein Lieblingsobjekt. Weil eben, es sind zu viele spezielle Objekte dabei. Ja. Und wir würden da, also wir haben Ende Mai würden wir eine Ausstellung eröffnen im alten Pfarrhof, wo die Sammlung eben im Zentrum steht und dort würden wir sicher auch einige Highlights dann zeigen. Es sind zu viele Objekte, wo tolle Geschichten im Hintergrund sind und darum habe ich selber eigentlich gar kein Lieblingsobjekt. Aber es sind sicher ein paar Highlights dabei. Mhm. Will ich auch noch nicht zu viel verraten, kann gescheiter schauen, dann Ende Mai wird eröffnet. Okay. wir haben ja alle beten, dass sie einen Gegenstand mitnehmen, der wichtig für sie selber ist oder der ja für sie Balzers irgendwer bedeutet. Ich glaube, du hast jetzt nicht was aus der Kulturgütersammlung. Ja, ich habe es sehr schon überlegt, aber es wäre kompliziert geworden. Nein,
Ich habe den Schlüssel von Burg Gutenberg mit. Es ist leider eben nicht ein riesiger Bartschlüssel oder ein riesiger Schlüsselbund, sondern es ist nur ein einfacher Kabelschlüssel. Aber eben, weil ich auch für die ganze Betriebsführung von Burg zuständig ist, finde ich es einen ganz wichtigen Schlüssel. Und zwar, er macht Bereiche auf, wo die Leute zurückgehen können ins Mittelalter oder Geschichte erleben, aber eben auch Tage, wo sie nie mehr oder Abend, wo sie nie mehr vergessen, sei es bei kulturellen Veranstaltungen, Konzerten oder eben zum Beispiel auch bei privaten Hochzeitsapparo. Und der Schlüssel macht den Leuten eigentlich auf und sie können sich zurückversetzen ins Mittelalter oder eben auch unvergessliche Momente der Tomme erleben. Mhm. Genau. Da muss ich gerade noch einkaufen. Es ist also nicht so, dass wir gewartet haben auf die kleine Anfrage im Landtag, sondern unsere Planung ist so vorgezogen worden, wie wir sie immer hatten. Und es ist viel möglich geworden in letzter Zeit, auch in den letzten Jahren. Zum Beispiel kann man Räume anschauen, man kann Führungen buchen, auch in den Räumen von der Hauptburg. Also, nur wie es angesprochen worden ist, man das noch berichtigen. Ja, und wenn du noch einhaken kannst, also eben letztes Jahr schon. Das Jahr eigentlich auch von den Rekorden von Burg her. Wir hatten über 7000 Besucher. Es hat 134 Veranstaltungen auf der Burg gehabt. Es sind natürlich viele private Veranstaltungen, denen kommt man auch nicht so mit über. Es sind nicht alles öffentliche Veranstaltungen. Dazu beitreten eben mehrere Grossanlässe wie Gartenschau, wieder einmal eine Theateraufführung oder Kultursommer. Aber eben auch, dass man nach 66 Jahren endlich wieder einmal die Innenräume hat wieder können anschauen konnte. Also wir haben 140 Führungen letztes Jahr auf der Burg gemacht. Und also wir sind an Grenzen gestoßen mit unserem Team, das da oben ist. Und man, also eben, es ist nicht so, dass da nichts läuft, es sind aber viele Veranstaltungen, die einfach nicht öffentlich sind. Mhm. Genau. Mhm. Vielleicht zu dir selber. Trifft man die eigentlich am Stammtisch? Weniger. also eben, mich trifft man dann eben die nach der Probe, wenn man nachher ein gemütliches Guinée geht. Aber sonst dort vielleicht am Stammtisch, aber sonst eigentlich weniger. Vor allem auch, weil die frühe Stammbeizhöfli auch abgerunden ist. Ist eben auch nicht mehr gut so möglich. Ich glaube, Hans-Jörg, bei dir, du bist auch nicht der klassische Stammtischgänger, oder? Ja, das würde ich so nicht sagen. Die Zeit lässt sich nicht zu. Also in meiner Zeit als Lehrer damals bin ich sehr häufig in der Mittagspause. Man musste ja nicht immer wieder um 1:30 in der Schule sein. Da bin ich sehr gerne den Stammtisch gegangen und habe mit vielen älteren Leuten dort können reden und erzählen. Bei der Musik bin ich schon über 40 Jahre, also schon ein bisschen länger an der Musikprobe nachher am Stammtisch. Aber heute lässt die Zeit selten zu, es ist schon so. Ja. Aber trotzdem ist es immer wieder interessant und zum Lesen, was natürlich die Leute erzählen. Oder über Fragen haben. Ja. Das heisst, wo trifft man die so in einem Beiz, im Walzer? Ja, ich bin halt eben wie kein Meisner, oder? Ich bin dort im Dreieck sozusagen daheim, wo ich aufgewachsen bin und jetzt wieder wohne. Es ist so, man Werbung machen darf, das Restaurant Triad, Restaurant Zentrum und Hotel Hof Balzer, und Postbar. Also, das sind die meisten, können überall in kürzester Zeit zu Fuss heim wieder und zu Fuss hergehen. Ist natürlich ideale Voraussetzung, wenn man gerne ein Bierchen hat. Liegt gut im Dreieck, aber es ist kein Bermuda-Dreieck, oder? Nein. Muss man ja nicht alles jetzt erzählen. Jetzt muss man vielleicht die Jungen fragen, ob schon jemand verloren gegangen ist dort im Bermuda-Dreieck. Ich habe mal im Bermuda-Dreieck gewohnt. Wenn ich in meinem Schlafzimmer gesehen bin, ins Fenster gekippt, einiges mitbekommen. Verloren gegangen ist, glaube ich, niemand, aber es gibt natürlich ja auch eine andere spannende Situation, wo man den hört voraus. Ich muss jetzt gerade auch nicht etwas erzählen. Der Vize-Vorsteher ist ja auch da. Er hat einmal am Morgen am Aufstieg vom FC Balzer. Nein, später oder früher Nachtstunde hat er noch mit der Trompete gespielt. Aber das ist ja gerade die nächste Frage oder ein Punkt. Nächste Woche ist ja Cup-Finale, oder? Balzers. Balzers im Cup-Finale. Pflichttermin für dich, Markus? Weniger. Weniger? Ja, ich bin kein Fußballer. Nicht kein Fußballer.
Vorsteher mit der Fahne und dem Leibli dort? Nein, es kommt darauf an, was andere Termine sind, müsste zur Prognose. Ich kann es nicht einmal sagen, ob okay. Es so hat. Caro, und du seifst nachher die Spielerei? Nein, ich glaube eher weniger. Also ich gebe einen Stuss auf unter der Tür. Nein, also meine Bezüge zum Fußball beschränken sich aufs 16. Jahrhundert. Aufs 16. Jahrhundert, genau. Okay. Und der Kenny? Ich sorge dann dafür, dass ich richtige Halbzeit den Pfeil blase, damit der Ball nicht ins Goal geht. Vielleicht noch schnell einen Tipp? Was? Also das Spiel, Spieltipp? Die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Ja, kann man so sagen? Ja, zwei Jahre für Balzes. Was meint das Restaurant dazu? 2-1 für Balzes? Können wir es? Okay. Ja, also es ist, wir haben vorhin gerade schnell auf die Tour geschaut. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Wir haben geredet wie verrückt, einen Haufen Erfahrung über Balzes. Und ich glaube, Doro. Ja, ich glaube. Man, kann sagen, in unserem Namen vielen Dank fürs Vorbeikommen, fürs Mitmachen. Jetzt hätte er noch Gelegenheit, irgendetwas zu Balzes zu sagen, was er schon lange will sagen. Ich möchte mich einfach noch bedanken für das Medienhaus, das Vaterland, das das macht. Ich finde das super, dass man gemeint, dass man mal im Mittelpunkt steht. Das ist eine tolle Sache. Danke vielmals. Gut, super. Nehmen wir gerne auf. Und eben, also wir bedanken uns bei euch fürs Mitmachen. Es hat sehr Spass gemacht. Es war eine coole Geschichte. Wir bedanken uns hier beim Restaurant, bei all den Leuten, die vorbeigekommen sind. Die mitgemacht haben und vor allem bedanken wenn wir uns beim Stammtisch, weil der hat müssen, dass wir hier sitzen können, verschieben. Also, merci vielmals, Stammtisch. Super gewesen. Ja, und wir vom Verdutzer oder vom Medienhaus Zürcher dann weiter. Sind in gut 3 Wochen sind wir in der ganz anderen Region des Landes. Wir sind in Rugell und werden dann Rugell näher vorstellen. Wir freuen uns, wenn wir dann wieder dabei sind. Und zum Abschluss gibt es noch einen Song von Christian Nipp. Und der Titel der passt wunderbar zu Balzers. Die ganze Welt ist himmelblau. Merci. Merci. FL1 Aktiv Cup Final zwischen dem FC Vaduz und dem FC Balzers. Am Mittwoch, den 2. Mai ab 18 Uhr live online bei vaterland.li oder als Aufzeichnung im Netz bei Komu TV in den Kabelnetzen von FL1 Telekom, Dorfnetz oder Riesetznet. Für Spannung in diesem Spiel ist ganz sicher gesorgt, denn dem Sieger winkt die Qualifikation für die Europa League. FC Vaduz oder FC Balzers, wer spielt im nächsten Jahr international? Der FL1 Aktiv-Cup-Final live aus Vaduz, präsentiert vom Liechtensteiner Vaterland.